Team of the Week 14 steht vor der Tür. In wenigen Tagen bekommen wir es in FIFA 22 am Mittwoch um 19 Uhr. Und das Team of the Week hat hier und da wirklich einen heftigen Banger dabei. Wir haben Once to Watch Upgrades und Position Change mit plus 4 Upgrade einfach. Das könnten wirklich richtig geisteskranke Karten werden, wenn sie so kommen wie in der Prediction. Jungs, wir gehen jetzt direkt rein. Bevor wir starten, lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit wir die 1000 Abonnenten noch dieses Jahr schaffen. Wäre mega, mega, mega cool. Ich habe, by the way, noch zwei neue Kanäle erstellt, bevor wir direkt reingehen. Einmal einen Reaction-Kanal und einen, ja, Gaming-Kanal, wo alles andere kommt, weil manche gefragt haben, hey, zock mal Fortnite, GTA, dies, das, alles das wird da kommen. Jetzt nicht so aktiv, aber ein, zwei Mal die Woche habe ich das schon geplant. Könnt ihr gerne vorbeischauen, auch da ein Abo da lassen, vor allen Dingen hier für die 1000 Abonnenten. Mehr will ich dieses Jahr nicht mehr. Genug jetzt gelabert, wir gehen rein und schauen uns an, was uns dieses Team of the Week bringt. Der erste Spieler ist Pickford und wir machen es in so einer Ansicht. Ich habe die Karten alle erstellt mit den Werten, wie sie so oder so ähnlich kommen können. Die Gesamtwertungen sind sehr, sehr, ja, eigentlich zu 99% werden die so kommen. Die unteren Werte können variieren. Ich habe einfach da jetzt Pickford, zum Beispiel bekommt eine plus 2 und da habe ich jeden Wert plus 2 gegeben. Es kann sein, dass er halt mal einen Wert nur plus 1 hat und den anderen dafür plus 3 oder plus 4. Das kann ja schon sein. Ich habe einfach überall dann sozusagen so viel Plus gegeben, wie die Gesamtwertung auch Plus hat. Das kann variieren, aber die Gesamtwertung sollte ziemlich genau so kommen. Pickford ist die erste Karte. Warum gerade er? Chelsea 1-1 und er hat dabei einfach 9 Paraden gemacht. Wir brauchen, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Der kommt ins Team of the Week, Digga. Der nächste ist Cuadrado. 2-0 Sieg und er macht ein Tor. Der muss ins Team of the Week kommen. Der nächste ist eine Once-to-Watch-Karte und entschuldigt, wenn hier und da mal vielleicht ein Spieler das Bild ein bisschen nicht so scharf ist. Bei manchen Spielern sahen die coolen Bilder, die waren einfach ein bisschen unscharf, aber ich wollte bei jedem irgendein Bild machen und nicht einfach nur Standardbild. Aber der nächste ist auf jeden Fall der Dumfries, Jungs, 5-0 Inter und Dumfries ist direkt beteiligt und macht auch selber ein Tor. Deswegen Team of the Week und nochmal Upgrade für die Once-to-Watch sozusagen danach. Also die Once-to-Watch wird einfach geupgradet. Plus 2 sogar, also geht eigentlich fit, GG, wer den mitgenommen hat. Next one ist Cancelo, bei ihm ist leider, das Bild ist nicht so krass. City hat alles gewonnen, hat eine krasse Leistung, er war an Toren beteiligt, er hat defensiv einfach krass gespielt und es wird nicht der einzige City-Spieler sein, der ins Team of the Week kommen wird. Er hat zwar jetzt gerade schon so eine Promokarte bekommen, aber da die ein bisschen schlechter ist, kann er trotzdem nochmal eine Info bekommen. Chefkoch Gnabry, Jungs, 5-0 gegen Stuttgart. 2 Assists und 3 Tore Gnabry. Kommt er nicht ins Team of the Week? Ist Skandal einfach. Der muss kommen. Also wirklich, bei dem bin ich mir am sichersten von allen. Next one, KDB, Jungs. Und, Digga, 2 Tore bei einem 7-0-Win gegen Leeds United. Digga, muss kommen, muss. Vanaken, ja, ist jetzt keine krasse Karte, hat keine krassen Werte. Vielleicht machen die den Pace auf 54 sogar, aber selbst dann. Aber Jungs, 4-1 und 3 Vorlagen muss eigentlich kommen, aber ja, das ist die uninteressanteste Karte. Hat zwar Link zu KDB, aber ja, nee, brauchen wir nicht. Rafas, eine sehr interessante Karte. Also ich würde, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hab Bock auf Rafas, kauft euch nicht die Inform, die kommen wird. Nehmt lieber die Aufgaben mit, aber Rafas an sich, sehr cooler Spieler, top. Liga eigentlich, die portugiesische Liga, sehr, sehr gut, finde ich, gerade dieses Jahr mit den ganzen Aufgaben. Portugiese ist sehr, 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 sehr top, Jungs. 7-1, Win für Lissabon. Er macht ein Tor und 4 Vorlagen. Muss kommen, also da gibt es gar nichts zu diskutieren. Kommen wir schon zu den Stürmern. Einer davon ist Moreno. Ist es nicht so ein krasser Stürmer? Wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen, dann wenn das SBC rauskommt, das ist das Team of the Week, auch eher so ja, SBC-Futter sein. Weil 80 Pace ist halt, ja okay, er hat guten Schuss und guten Dribbling, aber an sich, denke ich mal, wird er nicht so oft gespielt. Aber 3-1 Win gegen Sociedad. Er macht 2 Tore, deswegen muss er eigentlich ins Team of the Week auch kommen.
Der vorletzte Spieler ist ein sehr interessanter Spieler. Also ich bin gerade auch so auf dem Trip, mir so ein kleines Serie A-Team zu bauen. Also ich habe Ossiman mitgenommen, ich habe die Politano SBC gemacht, Junior Messias ist ja gerade zum Mal spielen draußen. Und der Frell kann mit das Ligaspieler spielen. Das ist eine sehr krasse Karte. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Deulofeu, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ich kann ihn einfach nicht aussprechen, ne? Ich habe immer Deulofeu gesagt, aber so heißt er nicht. Aber ihr wisst, ihr kennt ihn und er wird wahrscheinlich auch einen Position Change bekommen zum Stürmer. Wäre krass mit 93 Tempo. Ich denke, sie geben ihm nicht die 93 Tempo, sondern eher 92 Tempo, dafür 80 Schuss. Aber an sich ist das eine richtig gute Karte. Und letzter Spieler, Erling Haaland. Warum Haaland? Dortmund hat komplett schlecht verloren gegen Hertha BSC, was eigentlich ein Safe, also wirklich Safe ein Win sein muss. Warum trotzdem Haaland, Jungs? Zwei Gründe. Der erste Grund, der eigentlich kein Grund an sich ist, leistungsmäßig, aber es ist ein Grund, dass er kommen muss. Das Team an sich war bis jetzt halt noch nicht so krass, ja. Es war noch nicht so krass. Noch kein großer Banger dabei. Kevin De Bruyne ist ganz cool, nimmt man mit und so weiter ein paar. Aber EA muss eigentlich immer mindestens einen heftigen Banger reinmachen, damit das Team of the Week interessant ist. Weil das bringt EA nichts, ein scheiß Team of the Week zu bringen. Da werden weniger Packs gezogen, weniger Weekend League gespielt. Die wissen das, die sind auch nicht stumm. Deswegen können die auch mal so einen Banger so wie reinschmuggeln, der es vielleicht nicht ganz so verdient hat. Aber immerhin hat Haaland zwar jetzt verloren, das letzte Spiel mit Dortmund, aber unter der Woche den Sieg geholt und da auch zwei Tore gemacht. Und das reicht schon wahrscheinlich für EA aus, um das Argument zu bringen, wir bringen Erling Haaland ins Team. Nicht, weil er jetzt so krasse Leistung hat, sondern eher, weil sie noch einen Banger brauchen, weil sonst kauft keiner Packs und die brauchen Geld. Cashmash. Das war die Team of the Week Prediction. Ich habe meine Informationen bzw. die Kartenanreize von Footbin genommen. Ich habe dazu noch die Karten selber erstellt. Footbin hat hier und da andere Werte. Wie gesagt, ich habe nur plus 1 immer gemacht, weil ich wollte nicht alles so übernehmen. Ich habe auch die Bilder noch gemacht, also die Karten dann selber erstellt. Und mir ein bisschen angeschaut, was die Spieler so geleistet haben, warum die kommen sollen, weil ich wollte auch nicht einfach so blind übernehmen, weil, keine Ahnung, vielleicht bringt ihr auch diesen Fananken raus und der hat gar nichts geleistet, keine Ahnung, Belgische Liga, Club Brügge, verfolge ich es nicht. Daher kommt das, war jetzt die erste Folge Prediction, vielleicht wird es jetzt nochmal öfters kommen, je nachdem wie die Folge ankommt. War jetzt nicht die krass aufwendigste Folge, ich habe halt die Kartendesign dazu gezeigt. Vielleicht mache ich auch nochmal so einen Hintergrund, wo dann immer die Karten neu abgespielt werden und so ein bisschen das Ganze schöner. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mal was komplett Neues. Schreibt in die Kommentare mal eure Meinung dazu, soll es öfter kommen oder eher nicht. Braucht man vielleicht eher nicht so oder ihr sagt, ey, ist eine coole Sache, bringt das öfters. Und ja, lasst ein Abo da, 1000 Abonnenten. Das ist mein einziges Ziel des Jahres noch und das wäre geil, wenn wir es schaffen. Wir sind eigentlich noch auf einem guten Weg. Wir haben noch zwei Wochen, ja, gute zwei Wochen. Kriegen wir hin, Jungs. Kriegt ihr hin, vor allen Dingen. Ich werde noch weiter Videos durchspannen und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dahin, haut rein, abonniert das Gesicht, denn das tut weh.